Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu diesem neuen Video. Es wird wieder Zeit für Reaction, wie ich es gestern angekündigt habe. Annika sitzt irgendwie schon. Ich sitze schon bereit. Was, du bist schon bereit? Ich sitze schon bereit. 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 Betrunken. Also, lass nicht lange rumlabern, los geht's mit dem Reaction-Video. So, los geht's. Geht eigentlich. Geisteskrank. Der kann auf jeden Fall richtig gut fahren. Was macht er? Er hat gehupt sogar. Das war's mega. So, wir gucken hier ein bisschen Motorrad-Fails-Compilation. Wir hoffen, es sind nur solche lustigen Fails dabei und nicht irgendwie so. Richtig lustig. Nicht sowas. Ja, der hat einfach keinen Helm auf. Wir waren ja in Amerika. In manchen Staaten hast du keine Helmpflicht. Guck mal den Pickup an, das sieht richtig cool aus. Ja, das ist typisch Amerika. Dirtbikes sind immer Fails. Wieder ohne Helm. Junge! Ach, guck mal, das Motorrad hingeflogen ist. Wie viel Gas er gegeben hat. Das Video kenne ich, das ist richtig lustig. Qualität. Ja, guck mal, was jetzt passiert. Ganz normal losgefahren. Verstehst du, ich werde es nicht verstehen. Das kenne ich auch. Das ja. ist so geil. Das hat mein Chef immer früher spannend, gezeigt. Ja. Das ist schon hart, oh, echt. Mit seinen Koffern bleibt er hängen. Das wird ihm eine Lehre sein. Oh, keine der Koffer. Motorrad fliegt. Das Motorrad fällt auch einfach ins Wasser da hinten, ne? Glaube ich. Oder? Nee. Hm? Ich glaube nicht. Nee. Vor allem, wenn man dann so an dem Lenker noch festhält, das ist mal richtig scheiße, dann wird man so hinterhergezogen. Wie hochkant ist dieses Video eigentlich gefilmt? Hier ist doch die neue R3. Die fährt safe in das Auto links. Also das werde ich nie verstehen. Ich werde es nie verstehen, dass Leute, wenn sie anfangen zu lernen, da hatte ich ja auch so die Angst, als die Mädels bei mir immer versucht haben, Motorrad zu lernen, so Lara und so. Immer die Kupplung ziehen. Einfach, egal was passiert, wenn du Angst hast, zieh die Kupplung, weil dann kann nichts mehr passieren. Gib halt Vollgas, dann ist sie ein Begrenzer. Aber du hast erstmal die Ruhe, wenn du die Kupplung ziehst. Wie kann das passieren, dass du nicht mehr weißt, was du machen sollst und dann wirst du immer schneller und denkst so, ah ja, wie bremst man nochmal, wahrscheinlich mit Gas geben. Ja, aber das ist mir, ich muss sagen, ganz am Anfang auch mal passiert. Echt? Ja, aber was? Das war im Gelände. Und irgendwie habe ich auch nur Gas gegeben, bin dann durch übelsten Feldwege da gebrettert und bin dann am Gas geblieben, keine Ahnung, aber ich bin nicht hingeflogen. Wie? Ich hab's irgendwie noch gerettet. Ich war dann irgendwie wieder auf dem richtigen Weg und dann ging es, keine Ahnung. Hier wieder das gleiche, viel zu viel Gas. Und die lässt gleich die Kupplung springen. Das ist eine Frau, die ich gerade gar nicht erkannt. Hey, wie kann das passieren? Geisteskrank. Ah doch, das kenne ich auch. Das sieht richtig aus. Was ist denn jetzt los? Was sehe ich da? Hat er gerade seinen Fußraste geschliffen auf der Seite? Voll auf den Kopf. Sowas kann ich echt auch nicht sehen. Aber was hat er auch gemacht? Oh, Rolling Burnout. Jetzt kriegt er gleich Traktion. Also das sind auch immer so Sachen, die verstehe ich nicht. Das meine ich mit dem Festsein noch. Das war ein guter Start. Boah, was geht denn jetzt ab? Die enge Straße! Boah! Ja, richtig dumm da, so. Ja, ich will jetzt noch dumm da. Nebeneinander! So. Das muss Russland sein. Wo will er hin? Er sitzt noch drauf!
krank. Das geht alles zack auf zack. Man kann gar nicht drauf reagieren, weil. Oh, und dann in den kurzen Hosen und so. Mit so einem Ding bin ich auch schon durchs Gelände gefahren. Es hat richtig Spaß gemacht. Das ist bestimmt richtig witzig. Oh, er fällt runter. Safe fällt er runter. Oh Mann, ich kann gar nicht hingucken. Also. Ah, warum denn? Und jetzt kommt Motor von der Seite, guck weg. Oh, der hat richtig Glück gehabt, aber das ist nicht um das Auto oder so rutscht. Der steppt erstmal zur Seite. Sowas ist so gefährlich. Hm. Oh nein. Hä? Okay. Boah. Geflogen ist. Das, oh Mann. Das sah ein bisschen witzig aus. Es ist aber eigentlich gemein. Aber das verstehe ich nicht. Guck mal. Der kommt von hier. Wo guckt der denn eigentlich hin? Der will doch abbiegen. Ja. Vor allem, die hat so eine rote Jacke an. Oder der. Aber ist eine Frau, glaube ich, ne? So. Wo guckt der jetzt hin? Und jetzt denkt die, okay, WTF. Das Problem ist, dass das ist, glaube ich, ab jetzt, ist es dieses, kennt ihr das, wenn man so Leuten entgegenkommt auf der Straße und dann geht ihr so beide nach links und beide nach rechts und ist so weird und dann so, ups. Ich glaube, das ist so, weil guck mal, jetzt wartet sie oder geht fast schon sogar einen Schritt zurück. Wenn die normal weitergehen würde, würde er außenrum vorbeifahren. Guck. Ja, guck. Sie geht. Bleibt stehen. Also es ist halt echt ungünstig. Sie geht sogar zurück. Sie steigt ihm wieder in den Weg. Guck mal. Ja. Hä? Oh. Also, das sieht fast so aus, als würde die so einen Versicherungsbetrug machen. Guck mal. Guck mal, wie sie zurückgeht. Sie so, hä, warte. Oh, ich will mich hinten lassen. Bam. Warte. Oh Mann. Oder er stellt das Motorrad beiseite. Das ist eine Nonne oder so. Was kann da schief gehen? Hier. Er fährt immer noch. Er rennt immer. Wir haben schon wieder Good Old Russia. Flipflops an, das hat jetzt wie Schuhe an. Immer dieser Reflex, den Reflex haben voll viele. Ich bin damals auch gefahren mit Alpiero und Forest Rider. Und Forest Rider hat da auch gerade Wheelies geübt und war noch vor dem Kipppunkt. Und trotzdem hat er sich so erschrocken, dass er beide Füße von den Rasten genommen hat. Und ich dachte, was geht da ab? Und dann war er so kurz in der Luft oder am Kipppunkt und dann ist er wieder nach vorne gekippt. Boah. Das ist so gefährlich. Ja. Einfach diesen Reflex, den man hat, dass man mit den Füßen runtergeht. Aber dann hast du immer verloren. Immer. Ich habe das auch als allererstes geübt. Immer nur das Runterbremsen. Ja. Und dann erst. Ich leider nicht, aber früh genug. Ich hatte ja auch nie einen Wheelie-Fail. Mhm. Aber ich habe lange am Kipppunkt gewheelt mit der SMCR damals, ohne die Bremse je zu benutzen. Und das war dumm, weil wäre ich irgendwann mal viel weit rüber, da hätte ich halt nicht gebremst oder zu doll gebremst. Deswegen ist das Wichtigste beim Wheelie-Üben. Okay. Boah, die Qualität ist. Das Motorrad hat sich aber nur 10 cm bewegt. Das ist halt auch dumm, das ist halt gefährlich, weil viel mit dem Motorrad arbeitest du mit Reflexen, weißt du? Wenn was Bestimmtes passiert, nimmst du aus Reflex, ziehst du die Kupplung. Und wenn du so rumstehst, ist ja alles andersrum. Das heißt, er gibt Gas andersrum. Und kuppelt und bremst jeweils auf der anderen Seite. Wahrscheinlich ist das deswegen passiert. Hast du aber gesehen, wie der andere, wie entspannt er noch war? Der hat noch aufgenommen. Guck, der fährt so weg. Der ist so, geil, Digga. Okay. Oh, lol. Beste Leben, weg mit dem Bike. Seitenwagen. Das ist hier. Also nicht springen, dann willst du einen Seitenwagen fahren. Ja. Hä? Krank. Krank, das bricht einfach auseinander. Boah. Das ist so das Problem. Das ist so. Warum ist da überhaupt kein Ton? Aber das ist das Problem. Das den Schrein gehört, krank. Auf der Straße, wenn man abgelenkt ist, guckt kurz, wo fährt der überhaupt hin, währenddessen bremst er schon. Mhm. Und jetzt guckt er nach vorne und ist es schon zu spät. Jetzt fängt er an zu bremsen. Er kommt ja sogar noch zum Stehen, fast. Ne? Guck mal, er kippt ja nur um. Er fällt ja gar nicht richtig. Aber das ist natürlich richtig bitter.
Der hat sein Motorrad auch noch fallen lassen. Warum ist da gar kein Ton? Boah. Geistesgestört. Aber... Was war das denn? Wie so eine Strohpuppe. Hä? Der ist an den Hof reingefahren. Die lachen so. Oh, jetzt das geistesgestört. Vorne in die Pfütze. An sich eigentlich cool. Ich Treppen hochfahren? Das Riesen. Ja, das war ja. Wollt's gerade sagen. Bisschen beladen hin, ne? Ja. Boah, die Qualität ist heute wieder traumhaft. Hä? Wieder einer des. Was haben die auch für Räder? Hä? Das ist auch ein richtiges Problem, dass du anfängst, Motorräder aufzuheben, die liegen und ja rollen, weil der Reifen in der Luft ist. Oh, und das nicht ausmachen. Und dann nicht ausmachen und nicht kuppeln. Und dann stellst du es hin und dann kriegt das ja wieder Traktion direkt. Oh, nee. Dann lässt du ja auch die Beine unten. Das... Beste Leben. Das sind die richtigen Wheelie Pros. Ja, guck mal, lehnt sich richtig nach hinten. In den Handstand rein. Das gehörte mit zum Trick, glaube ich, der Handstand. Warte, vorwärts. Oh. Ja, natürlich ungünstig. Oh nee. Digga, die Qualität heute, was ist das? Die Breitbeine, ich sitze ja auf dem Roller. Achso. Hä? Warum ist der ausgestiegen einfach? Verstehe ich gerade auch nicht. Nein, der gibt Gas, der Idiot. Oder? Ja! Ich hab's vorher gesehen. Ja, der hat richtig so. Wieder das Ding. Ich. Krank. Das ist ja richtig dumm. Zwei Autos sind schon in dem Unfall involviert und jetzt noch ein drittes. Und jetzt ist so die Schuldfrage. Ist der Autofahrer jetzt auch schuld daran? Zum Glück ist das auf Kamera. Aber guck mal, das ist das, was ich meinte, wie der das anfasst. Hm. Auf einmal gibt der jetzt Gas. Krank. Und er versucht das so hier festzuhalten, während er Gas gibt. Bam, noch ein drittes Auto. Er hat seinen Schuh sogar verloren. Guck mal. Hab ich aufgehört. Flipflop fliegt durch die Gegend. Oh Mann, ey. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand's richtig lustig. Waren geile Szenen dabei. Ich mag das eben, mit dir zu lachen. Das ist echt immer schön. Das war lustig. Wir werden jetzt morgen und übermorgen ein bisschen basteln. Jetzt kommt erstmal deine jetzt. Kur dran, ja. Ne? Richtig. Wenn ihr da ein Video zu sehen wollt, checkt Annika aus. Da gibt's das Video. Ich weiß aber noch nicht, wann es online kommt. Es wird erst gedreht. Dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil meins kommt schon recht schnell. Ne? Ich bin nicht so im Verzug gerade. Das heißt, wir basteln auf jeden Fall an meinen Bikes. Ich weiß nicht, ob noch was bei der SMC dabei ist. Es wird auf jeden Fall noch um die EXC gehen. Die sieht ja aus wie ein Schlachtfeld. Boah, mein Gott. Da wird auf jeden Fall noch was passieren jetzt, die Tage. Mit Niklas zusammen, der gerade hinter der Kamera steht. Bei David drehen wir auch noch was. Das Pitbike. Wir wheelen zusammen auf dem Pitbike. Geil. Safe. Machen wir. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ein Däumchen wäre wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns morgen im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Peace. Und haut rein in den Antworten.